Hey Leute, die linke Politikerin Sarah Wagenknecht, die seit fast 2 Jahrzehnten von Steuergeldern lebt, hat sich jetzt besonders stark gegen Kryptowährungen und speziell Bitcoin ausgesprochen. Schauen wir uns mal an, was sie zu sagen hat. Sie beginnt mit dem Argument, das jeder nutzt, wenn man Bitcoin kritisieren will. Man vergleicht Bitcoin mit dem Tulpenrausch im 17. Jahrhundert. Ein Event, dessen wirklichen Umfang viele Historiker heute anzweifeln und als völlig übertrieben ansehen. Zudem ist dieses Argument auch an sich völlig unsinnig. Warum ist etwas gleich eine Blase, nur weil man in etwas investiert? Sind Computer eine Blase, nur weil praktisch jeder ein Zuhause stehen hat? Sind Autos eine Blase, nur weil viele Menschen 20.000 Euro in ein Auto investiert haben? Klar gibt es Blasen, bei denen Menschen völlig irrational irgendein Gut kaufen, aber es gibt genauso auch legitimen Fortschritt, wo Menschen in etwas investieren, was Zukunft hat. So gab es zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre eine Blase in der Internetbranche, die sogenannte Dotcom-Bubble, wo viele Unternehmen völlig überwertet waren. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch legitime Investitionen in diesem Zeitraum gab. Das Internet hat sich trotzdem durchgesetzt, auch wenn die Entwicklung zuerst überwertet war. Amazon ist beispielsweise ein Kind der Dotcom-Bubble. Man hätte die Dotcom-Bubble auch als Tulpenrausch bezeichnen können und das war es ja zum Teil auch, aber niemand wird anzweifeln können, dass sich das Internet nicht schlussendlich trotzdem durchgesetzt hat und unser Leben zunehmend revolutioniert. Es gab eine Überbewertung bei vielen Unternehmen und deshalb eine Korrektion. Das ist ganz normal. Vielleicht ist Bitcoin zurzeit wirklich überwertet, was durchaus Sinn machen kann, weil Bitcoin aktuell praktisch unnutzbar ist, weil man extrem hohe Transaktionsgebühren bezahlen und ewig warten muss, um mit Bitcoin zu handeln. Aber das heißt nicht, dass die Idee von Kryptowährung an sich fehlerhaft ist. Ganz im Gegenteil. Ich bin völlig davon überzeugt, dass Kryptowährung die Zukunft gehört. Digitalen, dezentralen, unmanipulierbaren Währungen gehört die Zukunft. Das ist für mich so offensichtlich, wie etwas nur offensichtlich sein kann. Wenn man sich heutzutage nicht mit Kryptowährung auskennt, dann ist das wie, wenn man sich 1995 nicht mit dem Internet auskennt. Man verpasst eine der maßgeblichsten Veränderungen dieser Zeit. Wer denkt, dass wir in 50 Jahren noch mit Papierzetteln und Münzen handeln werden, während das Internet alle Bereiche des Lebens revolutioniert haben wird, der lebt in der Vergangenheit. Das heißt, ja, Bitcoin als eine von tausenden Kryptowährungen könnte scheitern, aber die Idee wird sich durchsetzen, genauso wie sich künstliche Intelligenz, Maschinen und Automatisierung in den nächsten Jahrzehnten durchsetzen werden, egal was irgendwer sagt. Kryptowährungen sind der freie, dezentrale Markt, der staatliche Unterdrückungsstrukturen wie das Papiergeldmonopol und das Zentralbankensystem beendet. Und natürlich haben Sozialisten wie Sarah Wagenknecht ein Problem damit, weil Kryptowährungen das erste Mal Menschen ermächtigen, völlige Kontrolle über ihr eigenes Geld zu haben, ohne auf Banken, Zentralbanken oder Staaten angewiesen zu sein und man das Geldsystem aus deren Machtsphäre bringen kann. Diese Institutionen können das Geldsystem dann nicht mehr kontrollieren, manipulieren und permanent entwerten. Kryptowährungen sind der größte Machtgewinn für die einfachen Menschen seit der Erfindung des Internets an sich. Gerade in Zeiten, wo die Zentralbank das Geldsystem durch Negativzinsen und illegalem Anleihenkauf zerstört, die Sparer enteignet und neue Wirtschaftsblasen aufpumpt, sind unmanipulierbare Währungen wichtiger denn je. Und hier kommen wir an den besonders absurden Teil des Artikels. In mehreren Abschnitten beschreibt Sarah Wagenknecht die Probleme des Geld- und Finanzsystems und zwar in einer Art und Weise, wie es ein Libertärer tun würde. Sie kritisiert das Teilreservebankwesen, den Staats- und Unternehmensanleihenkauf der Zentralbank, der ihr bei ihrer Gründung explizit verboten wurde, die Bankenrettung, die künstlichen Niedrigzinsen und sogar die Enteignung von Millionen Kleinsparern, wobei die Linke doch die Partei ist, die Enteignung praktisch überall auf dem Programm stehen hat. Würde man nur diesen Teil des Artikels lesen, könnte man denken, Sarah Wagenknecht wäre eine Libertäre der österreichischen Schule der Nationalökonomie, deren ganzes Buchregal voll mit Büchern von Mises, Hayek und Rothbard steht. Sie kritisiert den Geldsozialismus, so wie es Roland Bader genannt hat, völlig korrekt, nur dass sie ihn natürlich nie so nennen würde, sondern für sie ist das alles angeblich Kapitalismus und böser Neoliberalismus. Ich habe das schon letztens in einer Freizone-Episode gesagt. Normalerweise sollten Linke Kryptowährungen
lieben. Sie regen sich die ganze Zeit über die Macht der Banken auf und jetzt haben sie die Möglichkeit, die Banken zu entmachten und den sogenannten Neoliberalismus der Zentralbank zu beenden. Das heißt, wir haben die wirkliche Lösung für die Probleme, die sie kritisieren. Aber anstatt die Lösung zu nehmen, wollen sie lieber weiter rumheulen. Kryptowährungen lösen alle Probleme, die Sarah Wagenknecht angesprochen hat. Sie machen Bankenrettung obsolet, weil es keine Banken mehr gibt, wenn jeder sein eigenes Geld selber kontrolliert und kryptografisch sicher lagert. Kryptowährungen entmachten die Zentralbanken dieser Welt und verhindern, dass sie permanent neues Geld aus dem Nichts erzeugen, die Zinssätze manipulieren und dadurch Wirtschaftskrisen verursachen. Kryptowährungen beenden die Enteignung der Kleinsparer durch permanente Inflation und die stetige Aufweichung der Währung. Kryptowährungen beenden den illegalen Anleihenkauf der Zentralbank, durch den marode Unternehmen und Staaten künstlich über Wasser gehalten werden, ohne sich reformieren zu müssen, worunter aber die Bürger der Eurozone leiden, weil ihr Geld und speziell ihre Ersparnisse ständig wertloser werden, was dazu führt, dass die Menschen immer weniger sparen und stattdessen immer mehr konsumieren, obwohl sie sich das eigentlich gar nicht leisten können, wodurch die Verschuldung der Menschen explodiert, was wiederum die ganze Wirtschaft zu einem hochgradig instabilen Kartenhaus macht. Anstatt dass sie Kryptowährung also als sinnvolle Lösung für das Finanzsystem sieht, fordert sie mehr staatliche Kontrolle über das Geldsystem. Sie will eine noch stärkere Zentralbank, die das Geldsystem noch umfassender manipulieren kann, weil sie Bitcoin als böse Privatisierung des Geldsystems sieht. Und da ist sie als Sozialistin, die alles Private verteufelt und einen alles kontrollierenden Staat will, natürlich dagegen. Als Kollektivistin ist sie gegen jede Art von Unabhängigkeit von Individuen. Sie fordert unter anderem, dass die Zentralbank das Geld, was sie druckt und wodurch die Währung immer weiter aufgeweicht wird, mit den gerade genannten Konsequenzen, an den Staat zum Verblasen gibt. Also praktisch so wie in der sozialistischen Utopie Venezuela, wo die Zentralbank genau das macht und die Währung eine Inflationsrate von über 800% hat, wenn man versucht, gegen eine simple Wahrheit zu verstoßen. Man kann sich Wohlstand nicht drucken. Man wird nicht reicher, indem man ein paar Zahlen auf Papierscheine druckt. Wäre das so, dann gäbe es keine Armut auf der Welt und wir wären alle unendlich reich, weil wir uns einfach unendlich viele Papierzettel bedrucken würden. Alles, was man damit aber schlussendlich macht, ist Kaufkraft von den Sparern zu den Schuldnern und den Gelddruckern umzuverteilen, was schlussendlich die Wirtschaft zerstört. Und zwar je schneller, je höher die Inflationsrate ist. Genau deshalb bin ich für Währungen, die man nicht immer weiter aufweichen und entwerten kann, wie Gold und Silber, aber auch Kryptowährungen. Genau deshalb nutzen immer mehr Menschen weltweit und speziell in Regionen wie Venezuela Kryptowährungen. Wir merken davon vielleicht nicht viel in Europa, aber in Venezuela setzen sich Kryptowährungen, speziell Bitcoin, aber auch andere, rasant durch, weil einfach niemand mehr irgendwas mit dem staatlichen Papiergeld anfangen kann. Wenn man in Venezuela auf die Toilette geht, dann nutzen immer mehr Menschen ihr Geld, um sich nach dem Geschäft zu säubern, weil Papiergeld weniger Wert als Klopapier hat. Wie Voltaire schon sagte, Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Null. Diese Weisheit hat sich schon hunderte Male in der Menschheitsgeschichte gezeigt und scheinbar brauchen wir aber noch ein weiteres Mal, um es endlich gelernt zu haben. Der wichtige Punkt ist schlussendlich: Kryptowährungen werden sich durchsetzen, egal was irgendwelche Politiker und sogenannte Experten sagen werden. Man wird nicht aufhalten können, was nicht aufzuhalten geht. Kryptowährung gehört die Zukunft. Freiheit, Dezentralität, Unmanipulierbarkeit und Peer-to-Peer-Netzwerken sind die Zukunft. Da können alle sogenannten Experten gerne aus ihren Löchern kommen und Kryptowährungen verteufeln. Da kann selbst Bitcoin kollabieren und durch andere Kryptowährungen abgelöst werden, von denen es viele vielversprechende gibt, wie Ethereum oder Bitcoin Cash oder IOTA oder Monero und viele andere. Laut CoinMarketCap ist der Markt für Kryptowährungen heute schon bereits 400 Milliarden Euro schwer und könnte 2018 auf 1 Billion Euro ansteigen. Klar, vielleicht wird das Wachstum auch wieder schwächer werden oder zeitweise sogar zurückgehen, aber langfristig wird der Graph steil nach oben gehen. Vielleicht wird der Markt sogar teilweise wieder in sich zusammenfallen, genauso wie Internetunternehmen in der Dotcom-Bubble kollabiert sind, aber das wird auf lange Sicht nichts ändern.
Wir sehen bahnbrechende Innovationen am laufenden Band. Alle Kinderkrankheiten, die Kryptowährung bis jetzt hatten, könnten in wenigen Monaten oder Jahren Geschichte sein, sodass Massennutzung nichts mehr im Wege steht. Immer mehr Menschen besitzen Kryptowährung und noch viel mehr Menschen kennen Kryptowährung. Vor ein paar Jahren kannte noch fast niemand Bitcoin. Heute hat wahrscheinlich schon meine Oma, die noch nie einen Computer benutzt hat, geschweige denn das Internet, irgendwann mal in den Nachrichten von Bitcoin gehört. Kleine Nebengeschichte. Ich habe mal meine Oma gefragt, was sie sich vorstellt, was das Internet ist, beziehungsweise was sie denkt, was das Internet ist, von dem immer alle reden. Sie hat gesagt, naja, das ist halt so ein Ding, wo man Fragen in seinen Computer eintippen kann und die werden dann beantwortet. Putzig. Zurück zum Thema. Leute, die sich heute gegen Kryptowährung aussprechen, werden schlussendlich genauso relevant sein wie Leute, von denen es nicht wenige gab, die 1995 gesagt haben, dass das Internet keine große Sache sein wird. Der Markt wächst rapide. Kryptowährungen werden mit absoluter Sicherheit das Nummer 1 Thema der nächsten Jahre werden. Und jeder, der diese Entwicklung kommen sieht, hat die Möglichkeit, unglaublich von dieser Revolution zu profitieren. Genauso wie schon viele die Möglichkeit hatten, viele tausende Prozent Gewinn zu erzielen, wenn sie diese Entwicklung beispielsweise schon vor 5 Jahren gesehen haben. Aber die Entwicklung der Kryptowährung ist immer noch in der Anfangsphase. Selbst wenn man sich jetzt erst mit dem Thema befasst, ist man immer noch praktisch allen seinen Mitmenschen voraus. Wir sehen eine der wichtigsten Innovationen in der Menschheitsgeschichte neben der Buchpresse und dem Internet. Und natürlich hassen autoritäre Menschen wie Sozialisten diese Entwicklung. Denn Kryptowährungen machen es auch praktisch unmöglich, Menschen zu enteignen und zu plündern, wodurch allen Enteignungs- und Umverteilungsfantasien der Linken sofort ein Strich durch die Rechnung gezogen wird. Modernste Kryptographie sei Dank. Und das ist das Beste an der ganzen Sache. Macht's gut, Leute. Peace. An idea whose time has come cannot be stopped by any army or any government.